didn't even get to cross. There are complications. What fucking complications? Who are these people? What the hell is going on here? Why are they setting fire to the asylum? It's not part of the plan. It is necessary. There is no other choice. Do you realize what you're doing? Years of research, and you're gonna give up just like that? Sometimes a small evil is worth a greater good. Everything we've been doing for the last 5 years is a complete fraud. Ramix must be destroyed. She died because of it. I won't let my creation hurt anyone else. Not this time. It's a true evil. It is a necessary evil. Jack? Jack? Can you hear me? Where am I? Everything is fine, Jack. You're safe. Don't try to get up. You'll get a severe concussion and a large burn on your arm. How did I get here? Everything seems foggy. Who are you? You don't remember, do you? Let me introduce myself, then. One more time, I'm Dr. Romanov, your attendant physician. We found you on the road to the Memority Asylum. Memority? Never heard of it. Yes, you did. You just don't remember. You were there, Jack. You came from the asylum. They developed an experimental drug there, Ramix. I'm sorry for tying you down. Please understand, we know nothing about your intentions or who you are. People who lost their memory were treated at Memority, but someone didn't like it. Someone set fire to the asylum and stole all the samples 3 days ago. This person killed the entire staff and every patient there. All of them, Jack. Every single one. The asylum was burned to the ground. Nobody could find anything, and then suddenly, you appeared. The sole survivor. Ja, moin, Freunde. DirectX ist am Start und heute mal mit was Neuem. Ja, ich habe ein bisschen bei Steam gestöbert und habe The Butterfly Sign für mich entdeckt. Da weiß ich noch nicht, ob es ein Let's Play drüber geben wird. Das soll eher so ein DirectX spielt an Video sein. Und natürlich bin ich auch auf eure Kommentare gespannt. Wir haben so ein bisschen mitbekommen, worum es eigentlich geht. Das Spiel an sich ist, glaube ich, ein Adventure aus der Ego-Perspektive. Technisch die Unreal Engine ist am Start und grafisch sah zumindest auf den Vorschaubildern sehr, sehr geil aus. Ich glaube, das spielt sich so ein bisschen wie Ethan Hawke oder Ethan Carter, genau. Ethan Hawke, wie komme ich auf Ethan Hawke? Ne, Ethan Carter. Und ist jetzt aber kein Horror-Adventure etc. Das ist eher so, ja, man soll seine Vergangenheit herausfinden. Eher so eine Art Detektiv-Adventure, so in die Richtung, denke ich mal. Und da dachte ich, das spiele ich auf jeden Fall mal an. Ich will wissen, wie gut ist das Spiel? Interessiert es mich? Oder ja, vielleicht interessiert es euch. Im Idealfall interessiert es uns alle. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Wir haben hier eine Konversation mit einem, Mediziner. Ich weiß gar nicht, Controller wird nur teilweise unterstützt. Ich glaube, die Passage muss ich dann halt mit Maus etc. machen. Und ich erinnere mich an nichts von dem, was sie mir da erzählen. Wäre, glaube ich, ganz informativ für uns. I don't remember a thing of what you're talking about. Well,
You were seriously injured, so your memory jumbled up. Your head is now in chaos. It's not easy to restore it now, but you are the only witness of everything that happened. Okay, worauf wollen Sie hinaus? I was one of Ramak's leading developers. My colleagues and I attended a conference when the asylum was attacked. We couldn't get over the shock when we heard of it. And then you appeared, and all of my colleagues decided you were involved in that attack. It's some kind of misunderstanding! Let me go! I cannot. Now you are very important for the investigation. Ja, warum sagen Sie mir nicht, was los ist? Why don't you just tell me what's going on? I'm sorry, Jack, but I can't tell you everything. Ramax was supposed to be a revolution in memory treatment, a new milestone in the history of healthcare. Look, Jack, we are far, very far from civilization, and believe me, nobody will bother to come here. This is why we've chosen this place for Ramax development. This asylum belongs to a very rich man, and he won't be happy hearing that the work of his life and millions of budget have gone to waste. But you can prove you are innocent. Ramax will help you. It will immerse you deep into your mind and restore everything that happened. Ja, sollen wir das Medikament nehmen oder nicht nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen das, da können wir unsere Erinnerungen wieder an den Start bringen. Achtung, in diesem Modus sind die Steam-Errungenschaften deaktiviert, du suchst keine Herausforderung und willst nur die Story. Du hast eine unendliche Anzahl von blablabla, unendlich können die Computer brauchen, kein Passwort. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir einfach. Weil wir wollen ja hier storytechnisch was mitbekommen und nicht die mega Herausforderung. I was blocked by a tree that fell after the last storm, so I had no choice but to continue on foot. I could see the asylum in the distance, and my way led through a long abandoned trail. A gentle wind was blowing from the west, and the sun was about to dip over the horizon. Okay, wir sind quasi am Anfang unserer Erinnerung. Okay, wird jetzt auch bunt. Hier kann ich jetzt auch mit dem Controller spielen. Ah, okay, hier haben wir Concentration, glaube ich. Ja. So, kann ich auch rennen oder? Ja, kann ich sogar. Mal gucken wir uns mal hier um. Ja, da oben scheint irgendwie eine Festung oder so zu sein. Keine Ahnung jetzt. Ja, ich laufe mal hier ein bisschen schneller. I hear the wind on my skin. Hear the rustle of grass as if I'm right here. No. All of this seems incredible. It's like I'm dreaming. Jack, focus. It's very important. Wow, nu?
Okay, passiert jetzt gerade nichts. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass wir hier den ganzen Weg laufen müssen. Oder? Seltsam ist auch, man hört keine Schritte oder so. Ja, Füße haben wir. Okay, schweben können wir auch. Perfekt. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Ah, okay. Auch sehr dezent hier mal eben so eine unsichtbare Wand hinzusetzen. Ja, ich laufe jetzt einfach mal stur geradeaus, mal schauen, oder können wir hier irgendwas machen? Grafik sieht ja echt imposant aus, aber bisher fehlt mir hier gerade irgendwie so eine richtige Einleitung oder so. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Boah, ich laufe einfach hier mal. Irgendwann wird schon hier irgendwas passieren, hoffe ich. Oh. Jack, do you remember how long it took you to get to the asylum? Not sure, but judging by the distance, probably an hour. Jack, stop wasting time. What you are doing is very important to us and you. We should deal with it in the shortest time possible. Try to rewind your memories and get to the point where you're already approaching memority. Rewind? How? Focus, Jack. This is your brain, your memories. Just let them guide you. Memority, okay. Jetzt sind wir auch schon auf dem. Their snow caps shone brightly, reflecting the sunset light. Ja, wir sind oben auf dem Bergpass. I could see Memority clearly. I remember this landscape. It widgeted itself deep into my memory many years ago, when I had visited Memority for the first time. Sieht schon sehr imposant aus, muss ich ja sagen. Auch die Lichteffekte. At the edge of the cliff, I saw a lone tree. It grew on the very edge and seemed just about to fall down, just like I could. But the mighty roots held its heavy crown firmly, and the tree remained still. Are you afraid of heights? No, but such a height could make anyone dizzy. Ja, irgendwie kann ich da nicht hin. Da kann ich nichts machen. Ich glaube, wir müssen direkt zu diesem Memority. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Boah, blendet aber ganz schön hier die Sonne. Hä? Was ist denn jetzt? Warum wird hier so neblig? Hier ist doch gar nichts. Ein Baum? Okay, mehrere Bäume. Ja, schauen wir mal, was hier so ist. Oh, was haben wir denn hier? Na, okay, Hirsche und Rehe. Boah, die sind aber anscheinend jetzt auch direkt weg. Later, the fog cleared a little. Kilometers, miles around. Everything was fully open to my view.
Boah, das sind hier aber auch Wege, die man zurücklegen muss. So. I saw a rusted sign. It told me I was almost there. Nur autorisierten Personal ist der Zugang gestattet. Hört sich jetzt nicht so gut an für uns. Boah, diese Wand hier. Oh, Vögel. Also die Wand finde ich nervig. Das hätte man irgendwie... The cables went very far, so it was unclear where it led. Das hätte man vielleicht mal anders lösen können. Ja, da sieht man nicht, wo es hingeht. Oh, hier raschelt's. Das ist verdächtig. Ich kann jetzt hier irgendwie aber auch überhaupt nichts machen. Ja, ich weiß gar nicht, hat das hier eine Bedeutung für uns? Müssen wir hier irgendwie was machen? Ja, irgendwie anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ja, wir sind auch schon kurz vorm Memority und an old fountain, abandoned and overgrown with grass on my left. It probably pleased the eye with its beauty and crystal clear mountain water a long time ago, but time didn't spare it. Time spares no one at all. Bin ich blind oder was? Ich sehe gar keinen Springbrunnen. Ich sehe einen Wasserfall, aber kein Springbrunnen. Ja, sieht schon ein bisschen gruselig hier aus. Was ist das? Ja, das ist so ein Turm mit einer Kette. Hä, bin ich blind? Wo geht denn die Kette überhaupt hin? Was ist das denn hier? Komische Furchen hier im Holz. Nö, die Kette hat irgendwie anscheinend nichts zu bedeuten. Da ist einfach nur der Turm irgendwie verankert. Ja, wagen wir uns mal langsam vor hier. Finally, I approached Memority. I saw neither a high gate nor massive doors. I probably came to the backyard of the asylum. I had to get in somehow. How do you manage to do that? I don't remember. Or at least I don't know that yet. I need to find a way inside. Ich kann auch leider nicht rennen, keine Ahnung. Aber hier scheint es irgendwie reinzugehen. Das ist schon so ein bisschen gruselig, muss ich ja sagen. Was haben wir denn hier? Das Blickfeld verändert sich hier irgendwie komisch. Oh, hier kommt auch Wasser runter. Oh, ich habe irgendwie was an den Augen, glaube ich, ehrlich. Ich hasse diesen Effekt. Man hat immer das Gefühl, man hat irgendwas im Auge oder so. Was ist denn hier? Eine Leiter oder so. Oh, ich... falls das sehr dunkel bei euch ist, ich weiß nicht, wie die Aufnahme ist, ich sehe genauso viel. Nur so als Info, ich sehe nämlich quasi fast nichts. So, hier kann ich aber auch nichts machen. Ja, hier fallen die Fliesen schon von der Wende. Oh, oh. Hier ist nicht gemütlich. So. Boah, der Schatten. Jetzt habe ich mich aber erschrocken.
Ist das Horror? Ich glaube, das ist doch kein Horrorspiel, oder? So, hier scheint aber auch nichts mehr los zu sein. Die Top-Geräte machen hier nichts. Ja, bleibt nichts anderes übrig, als nach unten zu gehen. Und was ist das denn? Wir sind in der Leichenhalle, aber Moment mal. Interagiere mit Objekten mit der linken Maustaste. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wo kommt dieser Schatten hierher? Okay, interagieren geht nicht. Boah, was ist denn hier? Ich sehe nur schwarz. Sorry, aber was ist los? Wo kommst du her? Da Männchen vor der Lampe oder wo kommt der Schatten her? Was ist das denn hier? Ich habe eine Hand. Ja, okay, hier. So, wo kann ich denn hier drauf? Okay, gibt's da noch was? Nee. So, einfach mal gedrückt. Können wir hier noch was machen? Können wir hier noch einen rausholen oder was? Ist aber sehr, sehr dunkel hier. Ja, habe ich schon gelesen. Reicht jetzt. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö, irgendwie nicht. Keine Ahnung, da hinten ging es auch nicht weiter. Eventuell läuft ja die Maschine. So, Musik hört wieder auf. Das ist komisch. Nö, hier tut sich auch irgendwie nichts. Boah, ich habe mich schon wieder so ein bisschen erschrocken. Ich habe immer das Gefühl, bei solchen Spielen hier springt mich was an. I heard the hum of generators. Apparently I'd switched on the spare power supply. Wo wir gerade reingekommen sind. Ich meine, ich hätte da einen Aufzug gesehen. Aber vielleicht habe ich den jetzt hier unbewusst an den Start gebracht. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal raus und gucken nochmal. Und zwar, wo war das nochmal? Boah, ist das hell. Hier vorne, war das nicht hier ein Aufzug? Ich glaube schon, ne? Da oben. Ja, sieht für mich aus wie ein Aufzug. Richte die Stromkreise richtig aus, um verschiedene Mechanismen zu aktivieren. There was an elevator that could lift me up to the asylum's back entrance, but it was de-energized. I had to turn the electricity back on. Ja, haben wir doch gerade gemacht, oder nicht? So, gucken wir nochmal hier. Kann ich hier was mitnehmen? Nö, anscheinend nicht. Ich kann hier ein Panel drücken. Bilden Sie Schema so, dass Signal aus dem Punkt A zum Punkt B kam. Ja, kein Thema, oder? Dioden geben Signal von einer Seite zur anderen weiter, sind einseitig und senden das Signal in einer geraden Linie. Biegungen lassen das Signal beidseitig durch und können die Signalbewegung biegen. Okay. So, da kommt wieder die Maus zum Einsatz. Finde ich jetzt auch nicht so optimal gelöst, aber ja, ist halt so. So, Example drücke ich jetzt einfach mal.
Ja, ist ja jetzt nicht schwer nachzubauen. Ist das, das ist, glaube ich, die Hilfefunktion. Aber, weil ist das denn hier? Bin ich jetzt blöd? Ja, probieren wir einfach aus. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, okay. Ist das erste Rätsel? Ich weiß ja nicht, wie es später ist. Deswegen, ja, nutze ich jetzt gerade hier das Beispiel. Und, ja, da sind wir auch schon. Klar ist das nicht dasselbe, soll ja auch ein Beispiel sein, aber, okay. Wir gehen nochmal auf Restart, ich mache mein eigenes Ding. Und zwar gehe ich mal hier hin. Dann gehe ich mal... Ja, das geht ja auch nicht. Hier hin. Hier hin, macht Sinn für mich. Hier hin. So, wir haben natürlich auch nur begrenzte Anzahl, ja, an Symbolen. Puh, da kann irgendwas nicht stimmen. Da müssen wir hier ein bisschen improvisieren. Ja, da stimmt generell was nicht, habe ich so den Eindruck. Oder? Ist doch was unlogisch. Hier fehlt doch einer von. Also irgendwie fehlt hier von einer. Davon ist einer zu viel. Oder? Hä? Neuer Test. Nee, da ist auch schon... auch schon nicht schlüssig. Bilden Sie Schema so, dass Signal aus dem Punkt A zu B. Kam. Ionen geben Signale von einem zu anderen. Okay, das ist ja alles schlüssig, aber irgendwas stimmt hier bei der Symbolauswahl nicht. Habe ich so, so ein Gefühl. Kommt mir ein bisschen unlogisch gerade vor. Hier, man kann ja nur unten oder hier durch. Jo, Moment mal hier. Das kann ja nicht sein. So blöde kann man nicht sein, dass das nicht zu lösen ist. Ansonsten stimmt hier generell was an dem Teil nicht. Ja, doof ist, ich kann ja nichts wegnehmen. Ich kann nur noch mal von neu machen und ja.
Also ganz ehrlich, wie ich es drehe oder wende, ich komme sowieso nicht hier hin. Weil hier fehlt ein so ein Ding hier. Senden das Signal in einer geraden Linie. Das geht natürlich nicht, leuchtet ein, aber andere Optionen habe ich jetzt hier auch nicht. Joa, da ist guter Rat teuer. Das ist schon wieder so ein Ding. Da bezweifle ich, dass das Spiel mich weiterhin packen könnte. Nichtsdestotrotz, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet und ob euch das Ganze interessiert. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil das ist jetzt kein schweres Rätsel, aber anscheinend gibt es hier irgendwie noch einen Fehler im Spiel. Oder wie seht ihr das? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da einen Fehler meinerseits gefunden habt oder ob ihr das genauso seht, dass hier ein Fehler im Spiel vorhanden ist, dass das Rätsel gar nicht lösbar ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Meiner Meinung nach ist das hier nicht lösbar. Also nicht so, wie es hier vorgeschlagen wird. Und ja, je nachdem, was so bei euch in den Kommentaren steht, werde ich mich entscheiden, ob ich hier noch eine Folge rausbringe oder vielleicht sogar das komplette Let's Play, je nachdem. Aber vorab muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich so sagen, hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker gehauen. Ich werde mich mal schlau machen, ob da hier eventuell noch Fehler im Spiel vorhanden sind, wovon ich an dieser Stelle mal ausgehe. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet oder schaut einfach mal in meine anderen Videos rein. In nächster Zeit muss ich mal schauen, kommen natürlich auch öfter mal andere Sachen außer Forza Horizon 3, die im Moment aktuell bei mir sehr häufig laufen. Aber ihr könnt euch gerne selber umschauen und ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal. Bis dann.